Gut, hier werde ich mal neue Figuren ausheben. Und zwar, warte, ich habe 17. Das heißt, ich mache mal zwei davon und zwei Kavallerie. Oder? Zu euren Diensten. Oder wir machen wirklich ohne Kavallerie. Dann brauche ich ja gute Fernkämpfer. Dann muss ich mir irgendwann die kretischen Bogenschützen holen. Gut, dann ich versuche es mal tierfreundlich, aber ich verspreche nicht, dass ich tierfreundlich bleibe. Wie kann ich euch dienen? Gut. Vor allem, das ist halt wirklich ja, interessant, weil das ja wirklich die Achillesferse von den Gefechtsgeschwindigkeit brauche ich dann auch, ja. Genau, weil das ja wirklich die Achillesferse von den Spartanern war. Also die ganzen großen, schweren Infanteristen, die haben halt. Oh. Christi Gott. Gut, also das da, die Kavallerie kann er nicht benutzen. Der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Pikeniere. Das ist bitter. Vor allem bitter ist er daran, dass ich eine Seuche habe. Gut. Na, Tobi, macht es Spaß. Also momentan ist es nicht sehr viel anders als normal Sparta. Aber ja, es ist interessant. So, wie komme ich an die Peltasten? Weil die Peltasten sind halt richtig Ouch-Zeit. Und die Frage ist, wo kommt seine Verstärkung her? Gut. Logischerweise müsste sie von ganz hinten kommen. Aber wir kennen ja Rome Total War, dass die nicht. Warte. Ich nehme nur einen. Schrei mich nicht so an. So, und dahinter holen wir uns die Pikiniere. Die Idee dabei ist, dass er seine ganzen Fernkämpfer, also seine Munition an den Hopliten ausschöpft. Upsi. Ausschöpft. Ist auch interessant. Okay. Geh mal hier hin. Ja, der Nachteil hierbei ist natürlich, dass ich mit den Fernkämpfern nirgendwo richtig hin kann. Hat alles Vor- und Nachteile. Warte, ich mach's jetzt anders. Also normalerweise stelle ich mich immer hier auf und hier auf. Und dann geht er in 95% der Dinge, geht er dann hier rein. Dann wird er hier so einen fetten Knäuel und hier eben meine Phalanx und mit denen gehe ich dann rundherum. Und dann von da ist es weg. Jetzt mache ich, glaube ich, eine andere Taktik. Und zwar, ich stelle mich hier auf und kann dann von hier und von da angreifen. Ja. So werde ich es auf jeden Fall erstmal machen. Die Frage ist natürlich auch, wo. Wo seine Verstärkung herkommt. Wo kommt seine Verstärkung her? Gut.
Deutsche Pikeniere! Falle unseres Sieges will ich Zeus und Ares mit einem Opfer für ihre Hilfe bei unserer Verteidigung danken. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Natürlich kommen sie von der Seite. Ja, das ist doch natürlich so. Die kommen von da. Das ist ja sehr ärgerlich. Spartanische Piken! Doppelte Geschwindigkeit rein! Das ist blöd. Wenn man ohne Kampf spielt, ist dann in Sparta 10 mal Nahkampf, 6 Peltassen und 6 Steinschleuderer gut. Nee, auf keinen Fall. Weil. Also Peltassen, es heißt zwar immer, dass Peltassen gut im Nahkampf sind, aber ich würde es eher so machen, dass ich maximal 6 Fernkämpfer habe. Und 10 Hopliten oder halt Pekiniere und Hopliten 10, das passt schon. Und dann leichte Infanterie, sei es jetzt Söldner, also Schwerkämpfer oder ja, Peltasten, die gehen zu schnell kaputt. Also da braucht der Gegner nur Kavallerie und die sind tot. Könnte man mal ausprobieren. Man könnte mal ein Gefecht spielen, wo man mit dieser Aufstellung spielt gegen einen, der eine normale Aufstellung hat. Das wäre mal interessant. Gut, er geht jetzt auf meine Hopliten-Phalanx, das ist gut. Hier mal gegen die Speerkämpfer, bitte schnell. Du bitte auch schnell. Ja, wobei, bitte gegen die da. Das Interessante bei Peltasten ist natürlich auch. Bitte nicht gehen. Das Interessante bei Peltasten ist natürlich auch, dass wenn sie zu früh in Nahkampf geraten, sind sie fast nutzlos. Also nicht fast nutzlos, das ist gemein. Die sind immer noch gut, aber ihre Stärke sind wirklich die rüstungsdurchschlagenden Projektile. Ihr bitte. So, okay, ich spiele dann immer so. Aber Kavallerie war immer tot, bevor die meine Peltasten erreicht haben. Echt? Krass. Ja, aber wenn es bei dir klappt, dann ist es anscheinend richtig gut. Hätte ich echt nicht gedacht. Wir können es mal jetzt so machen, weil mich das sehr interessiert. Wenn ich die Runde fertig habe, dann machen wir mal die Rundenshow, sage ich mal. Danach speichere ich, gehe mal außen ins Spiel raus und dann mache ich mal ein Gefecht. Und dann können wir mal schauen. Dann kann ich mal gegen die spielen und einmal mit denen.
Ja, die Pelltasten von Sparta sind echt gut. Okay, so. Die eine Armee ist jetzt fast weg. Die können sich hier ein bisschen breiter machen. Die machen sich mal hier breiter. Die machen sich hier breit. Die kommen mit denen hier hin. Okay, hier kommen Hopliten, Pikiniere. Die Männer wanken. Pikiniere, ja, das ist nur die Garnison, das ist egal. Wollt ihr euch mal gescheit hinstellen? Also nur so eine Idee. So, jetzt bitte volle Aufmerksamkeit auf die Pikiniere. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Das ist halt auch so die, was macht man, wenn der Gegner, wenn der Gegner Kavallerie hat, also Plänkler-Kavallerie. Das ist so ein richtig großes Problem immer. Oh, da kommen auch nochmal Pikiniere. Aha. Gut, ihr geht mal hier lang. Also Peltasten, ich switche eigentlich im Late Game immer die Steinschleuderer mit Peltasten. Also meine Fernkämpfer sind dann die Peltasten. Das war eine tödliche Salve. Schön, mal den Rücken kratzen hier. Okay, die Pikiniere sind schon ziemlich malträtiert, ne? Ihr müsst euch mal beeilen hier. Das sind halt wieder die Speerkämpfer, ne? Weiter, schnell. Warte. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja, ein bisschen weiter weg. Die normalen müssen durchbrechen. Das ist bitter. Bisschen zurück. Okay, das verliere ich sogar. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das verliere ich jetzt. Okay, interessant, gut. Hier lang. Aber ich habe genug
Ich habe ja genug Fernkämpfer, um ihnen eigentlich ziemlich viel Damage zu machen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Aber die meisten haben, also viele haben schon fast keine Munition mehr. Okay, zweimal Piken habe ich immer noch. Die wurden halt jetzt hier aufgelöst. Hm. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Töten Sie alle! Kommt mit euch! Das war klar. Das ist ganz gut, dass der sich jetzt opfert. Eine Einheit hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist jetzt ärgerlich. Vor allem, wie kann der General von dem so lange noch überleben? Ach, das ist alles gerade ein bisschen Trouble Bubble. Das sind ja Pikiniere und ich habe ja nur periökische Pikiniere, die sind um einiges schlechter. Genau, jetzt ist die Kavallerie da. Okay, gut. Also, jetzt muss ich mal schauen, was ich mit denen noch anrichten kann. Okay, die hat noch einiges an Fernkampf. Die sind auch weg. Eieieiei. Gut, aber noch ist es nicht verloren. Gut, ihr geht jetzt mal dahin. Okay, ich muss nur schauen, dass ich ihn in den Rücken bekomme. Okay, hier bitte angreifen. Das sind normale Hopliten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Man kann sehr viel schlechter sein. Ihr Männer, ihr helft den Frauen jetzt mal hier. Kann ja nicht sein, dass da nichts passiert. Gut, das passt. Mein General wird höchstwahrscheinlich sterben. Aber Hauptsache, ich habe die Armee noch. Hauptsache, mir bleibt ein bisschen noch die Armee. Der feindliche General ist tot. Das ist schon mal nicht schlecht. So, das sind Hopliten, das sind königliche Peltasten. Das ist sein zweiter General. Den muss ich jetzt auch versuchen zu töten. Eine unserer Einheiten hat die Pferde sind tot, das ist gut. Das ist schlecht, dass ich keine Munition mehr habe. Na gut, dann mache ich erstmal so.
Ne, wow. So, er hat da noch ein bisschen Speerträger. Ich weiß nicht, ob die noch Munition haben. Also ihr geht jetzt mal da raus. Unser General ist gefallen. Ja, natürlich ist mein General gefallen. Der fällt immer, wenn's... Also kurz vor Schluss. Wieso wankt ihr jetzt eigentlich? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich es jetzt noch schaffe, aber da mein General jetzt tot ist, könnte ich es sogar nicht mehr schaffen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Aber ihr hättet noch einen Charge gebaut. So, jetzt kommt seine Verstärkung. Und ich denke, das war's jetzt für mich. Speerinfanterie bereit. Bartana! Speerinfanterie zu euren Diensten. Greift ihre Position! So, warte, ich kümmere mich erstmal um den. Es war natürlich hier auch blöd, dass es zweimal ein Kessel war, also ich habe seinen General eingekesselt und er hat dann meinen Kessel eingekesselt, so ungefähr. Das war ein bisschen blöd. Okay, denen geht's noch ganz gut. Das wäre eine heftige Verluste. Naja, wenn ich es überhaupt schaffe. Aber wenn ich es nicht schaffe, wonach es gerade aussieht, ist es ein Totalverlust, weil ich in der Stadt war. Deswegen werden da, wenn ich rauskomme, nicht wirklich welche rauskommen. Wenn ich rauskomme, dann kommen nur so ein paar wenige raus. Ich werde hier halt die ganze Zeit aufgehalten. Also echt nervig. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, die da werden jetzt fliehen. Ein General ist halt noch da, das ist ein Problem für mich. Und sicher, warte mal, ich ziehe den mal zurück. Weil ich, ja, die wollen nicht weg. Komm. So. Gut, die da wurden jetzt gesandwiched. Ihr geht jetzt mal hier so hin. So. Und jetzt der letzte Stand. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Gut. Das war sehr schlecht. Das war extrem schlecht. Okay, er hat mehr aufgestellt und vor allen Dingen bessere Einheiten. Und meine waren geschwächt durch die Seuche. Zwar habe ich ihn jetzt auch angesteckt, das ist ganz gut. Aber die Seuche, soweit ich weiß, kann ich mal nochmal anschauen. Die gibt auch Mali bei... Entweder sie gibt Mali bei Moral oder sie lässt die Einheiten schneller erschöpfen. Ich glaube, das war das. Ich glaube, die erschöpfen schneller. Mein Problem ist jetzt, also das bringt mich ein bisschen zurück. Ein bisschen sehr.
Mein Problem ist, wenn der Athener jetzt den erobert. Wir hungern nach einer Schlacht. Okay, warte. Hier, kritische Bogenschützen sind extrem gut. Ich hole mir jetzt mal auch die da. Und werde den jetzt im Hinterhalt besiegen. So. Ich nehme mal. Ich mach mal freilassen. Dann bekomme ich ein bisschen Kohle. Neuer General muss her. Minus Baukosten, Wohlstand. Das Dorfvermächtnis, die Giganten.